Wenn ihr dieses Video seht, dann habt ihr hoffentlich auch meinen ersten Teil davon gesehen, des fünftägigen Roadtrips mit dem Tesla Model Y Standard Range einmal hoch in den Norden. Das letzte Video hat damit geendet, dass ich an der dänischen Grenze war und dort jetzt dann überfahren bin. Ich bin jetzt das erste Mal in Dänemark und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Roadtrips. Ich bin auf dem Weg zum Supercharger. Habe jetzt gleich erstmal zu laden, habe noch 43%, ich brauche also noch ein bisschen Strom. Und dann geht es in Richtung Sonderburg zu meinem Schlafplatz für die Nacht. Ein Parkplatz direkt am Wasser, den ich mir ausgesucht habe und werde dort dann übernachten hier im Auto. Alles schon vorbereitet, mein Bett und sowas ist alles hinten drin. Die meisten von euch werden es ja gesehen haben. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, das erste auf jeden Fall jetzt mal erstmal klicken und dann gleich wiederkommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es hier so in Dänemark wird. Ich war wie gesagt noch nie hier, habe keine Ahnung von Dänemark, habe mich da nie mit befasst. Und schauen wir einfach mal, wie es wird. Ist schon dunkel, wir haben kurz vor 6, jetzt geht es erstmal laden und dann Schlafplatzsuche. So, das erste Mal Supercharger hier in Dänemark. Ich bin in Kliplev? Ja, keine Ahnung. Ist ein ganz guter Ladepark hier. Wir haben hier einiges an Säulen und tatsächlich nur Fremdfabrikate. Wir haben da vorne einen ID3, der aus Deutschland kommt, und dann haben wir da noch einen ID3 aus Dänemark. Und da fährt gerade ein ID3 weg. Also hier sind drei ID3. Das ist anscheinend ein sehr gut verkauftes Auto hier. Ich stöpsel jetzt ein. Ich denke, das sollte eigentlich genauso funktionieren wie bei uns zu Hause auch. Gehe ich mal stark davon aus, weil ist ja nun mal alles international. Und dann ist da vorne ein McDonald's und dann werde ich mal gucken, was der dänische McDonald's so zu bieten hat. Und muss mich ständig immer so ein bisschen im Kopf behalten, die bezahlen hier mit Kronen und nicht mit Euro. Habe ich mich irgendwie mit allem nicht so ganz vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie viel Euro ich für, also wie viel Kronen ein Euro ist, keine Ahnung. So, ich stehe ja jetzt hier am Supercharger in, habe ich wieder vergessen, wie das heißt, Keflik oder irgendwie sowas. Und hier ist ein McDonald's. Ich war jetzt gerade bei dem McDonald's gewesen. Jetzt weiß ich auch, warum ich gesagt habe von Anfang an, ich mache so eine Art Selbstversorger-mäßig hier in Dänemark. Ich habe ja so eine kleine Küche mit dabei, also so einen kleinen Grill und Wasser und Trockenlebensmittel und sowas alles. Zwei so kleine Burger, das ist die Größe von einem Hamburger und so ein McFrappé mit KitKat, einfach mal 14 Euro. Zwei kleine Burger und das Ding umgerechnet 14 Euro. Ich habe gedacht, ich falle tot um. Als ich da aus dem McDonald's eben raus bin, habe ich auf meine Sparkassen-App geguckt und sehe nur so 14 Euro McDonald's irgendwas, denke mir so, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Also brutal teuer. Deswegen werde ich hier auch nur höchstens einmal essen gehen und sonst halt wirklich versuchen, mir selbst irgendwie Essen zu machen. Ich habe ja genug Zeug dabei. Ich habe ja nun mal mein Auto halt richtig gut vorbereitet. Aber das ist schon brutal. Hm. Wer sich übrigens fragt, wo ich die Burger abgelegt habe, AliExpress. 5 Euro. Könnt ihr einfach ins Lenkrad so einklemmen und dann ist halt direkt vor euch ein Tisch und vor allen Dingen, das ist keine bezahlte Werbung, der passt einfach unter den Sitz. So, weg. Einfach unter den Sitz gelegt, Feierabend. So, zum Ablauf. Zum Ablauf dieses Videos. Für die, die noch nicht so auf dem Stand sind oder vielleicht das letzte Video nicht geguckt haben oder nur so halbherzig geguckt haben. Ich bin 5 Tage mit dem Tesla Model Y Standard Range unterwegs auf Roadtrip. Schlafe 4 Nächte davon im Auto, also es sind 4 Nächte. Schlafe 4 Nächte im Auto. Habe jetzt schon 2 im Auto geschlafen. Einmal beim Steinhuder Meer in der Nähe von Hannover und einmal letzte Nacht in Hamburg. Und habe hier meinen E-Scooter mit dabei, um noch ein bisschen flexibler und mobiler zu sein. Mein ganzes Bett dabei. Hab Strom dabei, hab Wasser dabei, also ich bin perfekt vorbereitet. Hab einen kleinen Grill dabei, den man auch als Kochstelle nutzen kann. Also alles. Ich bin komplett vorbereitet. Was ich nicht habe, ist ein Plan. Wo fahre ich hin? Wo schlafe ich? Im letzten Video hat man es gemerkt, da habe ich mehrfach meinen Schlafplatz, den ich eigentlich anvisiert habe, ändern müssen, weil er doch nicht so gut war. Und die Frage ist natürlich jetzt, ob das hier genauso sein wird oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe jedenfalls nicht. Ich werde jetzt gleich an diesen Schlafplatz fahren, den ich mir jetzt eben ausgesucht habe. Das sind nur 19 Minuten jetzt noch von hier. Es ist super nah. Direkt am Wasser wohl. Und soll wohl auch ruhig da sein. Und laut Park4Night
eine App, wo man Schlafplätze suchen kann, sind da wohl mehrere Leute schon gewesen und sagen, wäre alles okay, wird niemand auf die Nerven gehen und so, alles cool. Ist wohl in der Nähe oder unter so einer Autobahnbrücke oder was, keine Ahnung. Ich werde es mir auf jeden Fall gleich anschauen und gucken, ja, wie es aussieht, wie es da so ist und ob man da gut nächtigen kann oder nicht. Ich hoffe es jedenfalls. Wir haben jetzt 18.17 Uhr und ich bin schon ziemlich müde, muss ich sagen. Und ja, würde sagen, ich fahre jetzt mal weiter. Und dann schauen wir mal, wie es da aussieht und ob sich da die Nacht dann lohnt oder ob ich dann in der Dunkelheit in Dänemark jetzt noch einen neuen Schlafplatz finden muss. So, ihr wisst es aus dem letzten Video, wenn ich mir einen Schlafplatz suche, dann ist immer so ein gewisses Restrisiko, dass es einfach scheiße ist und ja, man da überhaupt nicht gut schlafen kann. Da vorne ist auf jeden Fall schon mal ein Burger King. Das heißt, der ist ungefähr einen guten Kilometer jetzt entfernt von meinem Schlafplatz, das ist schon mal nicht verkehrt, dann hat man nämlich wenigstens die Möglichkeit, mal auf Klo zu gehen, wenn es sein muss. Und ja, jetzt fahre ich mal hier runter. Ja, Fernlicht aus. Also hier unten kommt jetzt das Wasser. Dort vorne ist das Wasser und dort am Wasser soll im Prinzip so eine Art unbefestigter Streifen sein. Nicht so ein Strand, sondern halt eher so ein Streifen, wo man halt stehen kann. Ja, das schauen wir uns mal an. Also hier würde es theoretisch auch eine Möglichkeit geben, jetzt zu liegen, denke ich mal. Und ja, vielleicht ist ja noch der ein oder andere Camper noch da unten. Dann bin ich nicht so ganz alleine, weil hier ist natürlich schon wieder recht dunkel alles. Aber ich habe nur gehört, dass da schon mehrere Leute geschlafen haben und da war wohl alles okay. So, oben drüber läuft die Autobahn. Ihr seht das vielleicht im Hintergrund. Ist mir egal, weil ich schlafe nachts sowieso mit Ohrstöpseln. Ich höre also eh nichts. Und so, dann schauen wir mal hier. Okay, da steht auf jeden Fall schon mal ein anderes Auto. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal hier diesen Hubbelweg hier runter und erkunde jetzt einfach mal. Also ihr seht, das ist halt so ein bisschen Schotter hier alles. Hier steht jetzt ein anderer Wagen noch. Da vorne steht auch noch ein Auto. Hier sind auch Mülltonnen. Da vorne stehen sogar zwei Autos und unter der Brücke hinten scheint auch ein Camper zu stehen. Ich denke mal, wenn man sich einfach hier hinstellt, so an das Wasser dran, ist eigentlich ganz chillig, aber rückwärts. Also das nehme ich jetzt lieber, ich gucke dann lieber morgen früh Richtung Wasser raus, als ja, Richtung Straße. Naja, ich glaube, das muss reichen für die Nacht. Hier ist ruhig, hier sind keine Autos. Ich denke, hier komme ich gut zurecht. Sehr merkwürdige Nachbarn hier in Sonderburg. Hinten dieses Auto steht schon seit ungefähr einer Stunde genau da mit den Rückleuchten an. Und auf der anderen Seite steht einfach auch eins mit Rückleuchten an. Komische Nachbarschaft. So, ich liege mittlerweile im Bett hier in Sonderburg. Jetzt, Alter, Junge, da fällt mir das Handy aus der Hand. Oha. Oh Mann. Ja, liege jetzt hier im Bett. Eigentlich ganz gut. Also ich scheine direkt am Wasser zu liegen. Und das Ding ist halt, hier ist es stockdunkel. Also es ist unglaublich dunkel. Tatsächlich, wenn jetzt hier das Licht im Auto aus ist, dann sieht man einfach nichts. Es ist einfach alles komplett stockduster, was aber ganz gut ist. So kann man mit Sicherheit ganz gut schlafen. Und ja, ich stehe jetzt einfach hier mitten auf diesem Schotterplatz und werde jetzt einfach hier nächtigen und zeige euch den dann morgen früh, wie das hier aussieht genau. Werde dann vielleicht, wenn es sich ergibt, auch mit einer Drohne nochmal gerade hier drüber fliegen, mal gucken. Aber ja, ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein ganz guter Spot. Es ist recht windig. Hier kommt natürlich jetzt von der See direkt der Wind hier rein und so. Ich höre das von draußen pfeifen, aber es macht es eigentlich nur umso gemütlicher. Naja, es ist eigentlich noch recht früh. Es ist gerade erst 9 Uhr oder was. Aber ich denke, ich werde auch bald dann schlafen. War trotz allem ein langer Tag, viel draußen gewesen, viel in der Luft gewesen. Und es macht dann dementsprechend müde. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand, my favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight, this can't be a surprise, I think I'll let it slide. Sleepwalking through all of my problems and all.
Moin zusammen. Dänemark. Erste Nacht in Dänemark ist vorbei. Ich war gerade noch etwas länger am Auto zugange hier und es ist relativ kalt, es sind nur 7 Grad. Und habe mal mein komplettes Bett auseinandergebaut. Also alles mal rausgenommen, die Matratze rausgenommen mal zum Durchlüften, dass die sich mal wieder so ein bisschen aufplustert nach 3 Nächten, auch vielleicht ganz gut. Hab mal generell hier ein bisschen aufgeräumt, weil mein Auto ist so ein Saustall. Also hier liegt nichts mehr da, wo es eigentlich mal gelegen hat, als ich losgefahren bin. Hier fliegt alles durcheinander und ja, das nervt mich total. Ja, die Nacht war gut. Ich war ja hier direkt am Wasser. Es ist immer noch recht windig leider. Also so mit Drohne starten ist jetzt nicht. Vor allen Dingen hier sind auch gerade ganz viele Fischer unterwegs und ich möchte auch niemanden stören, das ist ja klar. Aber ansonsten war es eigentlich eine ganz gute Nacht. Ich habe echt gut und auch lang geschlafen. Ich bin so kurz vor 10 schon ins Bett und habe dann irgendwie durchgepennt bis um 6 oder so heute Morgen. Also schon relativ lange dann insgesamt. Ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ich habe keinen genauen Ablaufplan oder keinen genauen Plan, was ich generell machen will. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen hier Sonderborg erkunden, diese Stadt. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Nagelt mich nicht drauf fest. Das ist eine recht kleine Stadt, die hat nur so 22.000 Einwohner oder so. Erkunde das mal so ein bisschen, fahre hier mal so ein bisschen rum und schaue einfach mal, was hier so Sache ist. Es ist ja ein ganz entspannter Samstagmorgen jetzt und werde dann auch so ein bisschen hier erstmal meine eigene kleine Infrastruktur mal so ein bisschen auf Vordermann bringen. Ich bin den Scooter gerade am Laden, muss meine ganzen Kamera-Akkus, das ist jetzt mein letzter Notakku, der jetzt drin ist, muss die ganzen Kamera-Akkus mal laden. Also ich habe echt einiges, was ich erstmal gerade hier ein bisschen auf Vordermann bringen muss. Mein Handy muss, glaube ich, auch noch laden. Hier fliegt eine Taschenlampe rum, die gehört eigentlich hier unten in mein Notfallfach. Meine GoPro-Kopfhalterung gehört eigentlich in meine Kameratasche, also es ist ein bisschen durcheinander alles. Naja, genau, wie gesagt, ich werde mal schauen, was mir hier Dänemark so zu bieten hat jetzt heute Morgen. Dann werde ich Mittagessen bei Carl's Jr. Das ist eine US-amerikanische Fastfood- und Burgerkette. Kennen vielleicht die ein oder anderen von euch. Aber haben es mal gehört, gibt es bei uns in Deutschland ja nicht. Gibt es hier in Dänemark zweimal. Die wollen wohl aber auch auf den deutschen Markt kommen. Aber es ist die Frage, wann sie es durchziehen. Das weiß noch keiner. Aber wie gesagt, ich werde es mal probieren. Carl's Jr. Die gibt es nämlich hier in Sonderborg. Und dann direkt daneben ist ein Bilka. Und Bilka ist so wie unser Kaufland, glaube ich. So ein Pendant oder Real oder so. Also ein relativ großer SB-Supermarkt, wo man halt alles Mögliche bekommt. Und da ich halt natürlich viele authentische dänemarkische Snacks und sowas alles mitnehmen möchte nach Hause für die Familie und so. Werde ich dann da auch gleich noch einkaufen. Wahrscheinlich auch geldtechnisch mein blaues Wunder erleben, wenn ich sehe, was der ganze Spaß gekostet hat. Aber gut, das ist dann halt leider so. Naja gut, ich würde sagen, ich breche mal auf. Oh, da hinten fährt ein Zug lang. Es ist eigentlich ganz schön hier am Wasser. Also es ist wirklich toll. Es ist jetzt nicht das Meer, das ist so eine Art, so eine Mündung oder so ein Zufluss. Aber im Prinzip, das Meer ist halt auch gar nicht mal so weit entfernt, also die Ostsee jetzt. Wie gesagt, ich weiß halt noch gar nicht, wo ich heute hinfahre. Ich wollte eigentlich nach Odensee, aber Odensee, ich kann einfach mal hier ein Navi eintippen, ist glaube ich recht weit entfernt, wenn ich es fahren will. Ja, also der kürzeste Weg wäre mit einer Fähre. Hier gibt es eine direkte Fährverbindung, das sind dann auch insgesamt nur 60 Kilometer zu fahren. Kostet aber fast 300 Kronen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich viel in Euro. Und es gibt halt, wie gesagt, du kannst halt komplett außenrum fahren. Das sind aber nochmal 160 Kilometer und das lohnt sich beim besten Willen nicht. Also ich glaube, ich werde Sonderborg heute verlassen und werde dann so in Richtung andere Seite fahren. Also einmal durchs Land durch, so Richtung Nordsee und dann vielleicht halt irgendwo dabei Esbjerg oder sowas schlafen. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Na gut, okay, dann geht's erstmal los und Reifendruckwarnung habe ich auch bekommen. 2,7 Bar, hinten 2,6, naja gut, brauchen wir nochmal neue Luft. Okay, dann los geht's, ab in den Tag. Ach, so ein Mist, ey. Jetzt bin ich gerade Hals über Kopf losgefahren von meinem Schlafplatz und habe hinten noch das Blickschutzdingens da drin. Jetzt muss ich gleich erstmal, hier vorne kommt glaube ich ein Burger King, dann muss ich gleich doch nochmal rausfahren, das gerade abmachen. Weil wenn du gar nichts hinten raus sehen kannst, ist ein bisschen blöd. Ich kann zwar die Kamera theoretisch während der Fahrt anmachen, aber gar nichts zu sehen ist halt schon doof.
Und ich werde gleich, ich habe mir jetzt mal alles ein bisschen angeschaut, ich werde nach Esbjerg, heißt das, glaube ich, fahren. Das ist eine Stadt, so 70.000 Einwohner ungefähr, müsste also ein bisschen was Größeres sein. Und da werde ich dann heute den Tag verbringen, auch ein bisschen an der Nordsee und so. Freue ich mich sehr drauf, aber jetzt, wie gesagt, gleich erstmal einkaufen, essen und ja, mal schauen, was hier die Stadt noch so zu bieten hat. Angekommen an diesem Bilka und man sieht schon, es ist auf jeden Fall eine große Bude. Also das ganze Ding ist schon wirklich recht groß und dort haben wir auch schon die Werbung von dem Carl's Junior Cheeseburger. Das wären 2,14 Euro, Kronen, aber ich will ja gleich was Richtiges da essen, ein richtiges Mittagsmenü. Aber ja, das hier ist dieser Bilka, ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ich schnappe mir jetzt gleich einen Einkaufswagen und dann geht's da rein in der Hoffnung, dass ich nicht allzu viel Geld hier lassen muss. So, mein Einkauf ist beendet. 5 Flaschen von so Billiggetränken, 2x Chips, ein bisschen was an Schokolade, ein paar Schokoriegel, Lakritz, ein bisschen Schokokram, so einen kleinen Bananenkuchen und ein Gewürz. Das alles 45 Euro. Dänemark killt mich. 45 Euro. Das tut weh. Mein Einkaufsbummel hier ist nun vorbei in Sonderborg. Ich denke, ich habe bekommen, was ich wollte, obwohl ich halt, wie gesagt, einfach super viel Geld bezahlt habe für wirklich, ja, eigentlich Quatsch, aber geht halt darum, es mal zu probieren. Ich fahre jetzt in Richtung Esbjerg, heißt das, glaube ich. Dort werde ich mir erstmal einen Parkplatz angucken, an dem ich potenziell heute Nacht schlafen will, direkt an der Nordsee. Das werde ich mir, wie gesagt, jetzt zuerst anschauen. Da fahre ich zuerst zu diesem Parkplatz. Das sind 120 Kilometer und von dort aus ist man relativ schnell in Esbjerg in der Stadt. Da kann ich schon den Nachmittag noch verbringen, aber wie gesagt, jetzt erstmal zu dem Parkplatz, ans Meer und gucken. Ja, ich habe nur noch 33% bei Ankunft. Vielleicht vorher noch irgendwo einen Supercharger suchen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. So, dort unten habe ich letzte Nacht geschlafen und bin jetzt auf dieser Autobahnbrücke drauf, die ja, über dieses Gewässer hier führt. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, sieht, schaut euch das mal an. Das ist wirklich super schön. Also das ist echt toll. Ja, und jetzt geht es in Richtung Supercharger, noch 22 Minuten. Ich hoffe, der Akku wird ordentlich vorgewärmt jetzt noch, denn ihr seht es auch hier an den Punkten, der ist relativ kalt. Wir haben nur 8 Grad und deswegen ist halt Schnellladen aktuell noch nicht so drin. Charger ist erledigt, ich bin wieder unterwegs. Was mich mal interessieren würde, was habt ihr für eine Beziehung zu Dänemark oder was denkt ihr über Dänemark? Also für mich ist Dänemark schon immer irgendwie so ein kleines Land gewesen, so ein bisschen unbedeutend in Anführungsstrichen, weil was kommt groß aus Dänemark und was gibt es hier groß? Naja, es ist halt ein kleines Land, nicht sonderlich viele Einwohner, viel Land einfach, also viel Nutzfläche, Wald und Felder und hab das Gefühl, hier ist echt wenig Zivilisation. In vielen Dingen sind sie uns natürlich voraus, auch was E-Mobilität angeht. Da waren die ganzen skandinavischen Länder und so, die waren immer da schon Vorreiter gewesen. Aber ich habe das Gefühl, es ist sehr ländlich, einsam, verlassen, einfach. Ja, was denkt ihr? Also würde mich mal interessieren, was ihr so für einen Bezug zu Dänemark habt. Ich hatte nie was damit zu tun gehabt, so mit dem Land an sich. Aber es ist halt wirklich, es wirkt halt so ein bisschen, ja, so so einsam und ruhig und naja, hier geht halt nicht viel, irgendwie so nach dem Motto, ich weiß es nicht. Bisschen trist, würde ich sagen. Ich finde es trist hier. Es ist trist. Es ist aber auch Herbst, gut. Also ich muss das wirklich sagen, ich finde es hocherstaunlich. Ich bin jetzt hier am Rande einer Stadt, die auch jetzt nicht gerade super klein ist. Es ist eine ganz normale Kleinstadt halt. Und hier ist kein Verkehr, nichts. Das ist alles so tot hier irgendwie. Also es ist so schwer, mal jemanden, einen Mensch hier zu sehen. Hier ist alles tot. Diese ganzen Autohändler und so. Ich weiß gar nicht, arbeiten die überhaupt am Wochenende? Hier ist nichts los.
Es ist alles komplett tot. Das ist wie, also, das ist so komisch hier. Klar, Dänemark ist jetzt nicht das bevölkerungsreichste Land und so. Das ist auch alles normal, aber dass es doch so krass ist und du hier teilweise wirklich, ich bin eben 80 Kilometer lang über eine Landstraße gefahren, da war nichts. Keine Tankstelle, keine Ladesäule sowieso nicht, keine Dörfer, nichts. Du fährst einfach nur so strack geradeaus und da ist nichts. Aber dafür muss man sagen, es ist natürlich alles sehr, sehr flach hier. Das auf jeden Fall. Ich habe jetzt verbraucht in 55 Kilometern 7 Kilowattstunden. Das entspricht 127 Wattstunden den Kilometer. Das ist wirklich niedrig. Also der Verbrauch hier oben an E-Autos oder für E-Autos ist generell sehr, sehr niedrig. Deswegen sind die vielleicht auch so populär hier. Ich weiß es nicht, weil du verbrauchst hier wirklich nicht viel. Naja, ich bin auf jeden Fall in 15 Minuten am Meer und bin mal sehr gespannt. Schauen wir mal meinen Spot für die Nacht an und ob ich dann heute überhaupt noch in die Stadt fahre, weiß ich gar nicht. Es ist so ein komisches, unbeständiges Wetter, so ein trübes Mittagsschlafwetter. Oh, da ist ein Tesla-Händler, aber was für einer. Guckt euch mal diesen riesigen Tesla-Service-Center hier an. Das ist ja ultra krass. Das Ding ist ja größer als gefühlt jeden, den wir in Deutschland haben. Und vor allen Dingen sieht es auch noch besser aus. Wow. Und vor allen Dingen auch wieder hier so mitten im Nirgendwo. Hier ist halt gar nichts. Und dann steht da einfach mal so ein XXL Service Center mit einem richtig coolen Logo vorne drauf. Hammer. Aber es ist auch zu. Ist das so in Dänemark? Sind hier so Autohändler und so, sind die samstags alle zu? Es ist 13 Uhr. Also das ist ja normalerweise ist ja High Life eigentlich, oder nicht? Aber alle Geschäfte, ich meine die Lebensmittelhändler, die sind offen, wenn man dran vorbeifährt. Aber der ganze Rest an jedem anderen Geschäft, ob es jetzt hier so Einrichtungssachen sind, hier ist ein Reifenladen, irgendwie so Outlet-Stores für Kleidung, die sind alle geschlossen an dem Samstag. Ist das hier normal? Mehr müsste voraus sein. Naja, gucken wir mal. Ist auf jeden Fall auch sehr ruhig und abgelegen hier. Bin gespannt, was da gleich auf mich wartet. So, hier kommt man in ein kleines malerisches Dorf. Sieht hier auch die kleinen süßen Häuser hier. Sieht so, hat so ein bisschen was von so einem Ferienpark, irgendwie so Centerparks oder sowas. Ganz viele. Das sind ja wirklich Tiny Houses, die sind ja richtig klein. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja ultra klein. So, und dann haben wir hier den Spot direkt voraus. Hier ist schon mal ein Parkplatz. An diesem Parkplatz hier sieht man auch, da ist zum Beispiel so eine kleine Grillhütte, wo man sich auch mal hinsetzen könnte notfalls. Und hier ist dann so eine Art Schleuse irgendwie. Oder so ein, ja, weiß ich nicht, was das hier genau ist. Schwer zu sagen. Der Parkplatz müsste dann hier den Weg hoch sein.
Aber das sieht geschlossen aus für meinen Blick. Oder? Was ist das hier? Nee, doch nicht. Ach so, nee, okay. Gut, ja, hier unten ist der Platz. Da stehen auch schon 2, 3 Autos. Hey, wow, das ist eigentlich echt schön. Das ist direkt am Meer. Also, das ist ganz cool, muss ich tatsächlich sagen. So, hinter dem Deich hier geht es jetzt mit dem Wind gerade mal. Also vorne, wo das Auto jetzt steht, ist es sehr, sehr windig. Da wirst du gar nichts machen können. Also da wirst du nicht kochen können, gar nichts. Halt pennen, klar, das geht schon. Und ich habe ja, wie gesagt, nachts meistens eh Ohrstöpsel drin. Das nervt mich dann auch gar nicht so. Aber ja, ist auf jeden Fall schon sehr windig hinter dem Deich. Aber trotzdem schön. Ich werde hier gleich meinen E-Scooter nehmen. Und hier geht es dann so eine Art Fahrradweg am Deich entlang. Da werde ich einfach mal so ein paar Kilometer fahren. Also vielleicht 10 Kilometer oder so. Ich habe den jetzt vollgeladen im Auto. Mache mich dann mal auf den Weg. Wer wissen will, wie das funktioniert, wie man sich so einen E-Scooter zum Beispiel vollladen kann im Tesla, also eine Stromversorgung herzustellen, der schaut auch gerne mal das letzte Video an. Ich nutze dafür die Powerstation von Greesell. Die habe ich im letzten Video schon mal so ein bisschen erklärt und die habe ich jetzt über Solar geladen, die letzten Tage immer wieder mal vollgeladen und habe halt Solarpaneele und alles dabei. Ja, deswegen kann ich halt mit dem E-Scooter den immer wieder laden und weiterfahren. Das ist ganz gut. Guckt euch mal hier die Häuser an. Das sieht aus wie so Centerparks mäßig. Das sind so ganz kleine Tiny Houses. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier so eine Art Ferienpark ist, ob das Ferienhäuser sind, Ferienwohnungen von den Leuten. Ich gucke mir jetzt noch gerade den anderen Parkplatz da vorne an, wo es auch diesen Unterschlupf gibt. Und dann schnappe ich mir den E-Scooter und dann werde ich mal ein bisschen hier langfahren. Das ist doch wirklich sehr, sehr praktisch. Hier gibt es also so einen Unterschlupf mit Bänken und Tischen. Ist halt ein bisschen dreckig, aber das kann man sich ja, ist ja nicht so schlimm. Aber hier gibt es auf jeden Fall so einen Unterschlupf. Das heißt, notfalls könnte ich auch hier meinen kleinen kompakten Grill rausholen und tatsächlich hier mein Essen zubereiten. Ich spreche kein Dänisch, deswegen kann ich mir die Regeln hier nicht durchlesen. Ah, aber hier gibt es tatsächlich auch was in Deutsch. Aber es ist nur ein Bericht dazu, was hier genau ist. Also was das jetzt hier genau für ein Ort ist. Man sieht hier WC. Ich sag mal so, es ist nicht schön, aber es kostet nichts. Das ist der große Vorteil. Ihr habt ein WC. Hauptsache man hat eins. So, unterwegs auf dem E-Scooter. Vorteilhaft auf jeden Fall für Leute, die keinen Fahrradträger haben. Zum Beispiel, ich habe auch keine Anhängerkupplung bei mir auf dem Model Y. Ich könnte mir also nie ein Fahrrad mitnehmen, aber auf dem E-Scooter, den kannst du ja einladen, kannst du im Kofferraum packen oder ich habe ihn ja auf dem Vordersitz und dann bist du halt trotzdem endlos mobil. Das ist schon geil, der hat 30 Kilometer Reichweite, also ich komme damit so überall hin, wo ich jetzt hin muss und fahre jetzt einfach mal hier so ein bisschen die Landschaft entlang und schau mal, was hier so gibt. Wenngleich ich mir auch ziemlich sicher bin, dass hier gar nichts gibt.
Ich verlasse mich jetzt mal auf die Ehrlichkeit der Dänen. Da unten steht mein Scooter. Ich lasse den jetzt mal alleine, um hier auf die Düne zu gehen. Und da kommen schon Fahrradfahrer. Aber ich denke nicht, dass die den klauen werden. Ich will nochmal das Meer sehen von hier aus. So, ich bin gerade zurückgekommen von meiner Scooter-Tour. Bin auch mega durchgefroren und froh, dass ich schon 2 Kilometer vorher ungefähr die Heizung im Auto aktiviert habe, dass hier schon wieder schön warm ist. Ich war gerade eben noch unten in diesem kleinen Dorf da gewesen, was ich euch gezeigt habe. Und dort hatte mich eine, oder ich habe mit einer älteren Dame dort gesprochen, die dort in so einem Haus wohnt. Also es sind tatsächlich Ferienwohnungen. Sie hatte mir aber nur angeraten, aber ganz freundliche Frau, hier nicht zu parken heute Nacht und zu schlafen, denn wohl um 18 Uhr wird das Türchen vorne zugemacht und dann kommt man hier nicht mehr raus. Und das wird morgens erst wieder aufgemacht. Das liegt irgendwie daran, dass es wohl hier so ein bisschen missbraucht wurde, vor allen Dingen was Müll angeht. Hier ist nämlich auch kein Mülleimer. Ich denke mal, hier haben wahrscheinlich viel zu viele Leute ihren Müll abgeladen die ganze Zeit. Also Camper oder so, deswegen soll man hier wohl nicht stehen. Gibt leider kein Verbotsschild oder so, aber ist okay. Ich war jetzt am Meer gewesen, habe mir alles angeschaut und naja, dann ist das so. Dann schlafe ich halt nicht hier, dann suche ich mir jetzt einen anderen Schlafplatz, vielleicht doch irgendwo ein bisschen zentraler in der Stadt, irgendwo auf dem Parkplatz oder so, da findet man immer irgendwo was. Ja, werde jetzt dann meine Reise hier mal so ein bisschen fortsetzen und dann ja, mal schauen, wo ich ende. Zeit unterwegs gewesen, bin viel rumgefahren, ich bin über 300 Kilometer noch gefahren, also einfach quer durch die Landschaft und so. Was mir halt aufgefallen ist, Dänemark ist sehr, sehr trostlos. Also was ich jetzt so gesehen habe, war sehr trostlos, war sehr, ja, alles irgendwie traurig, so ein bisschen leer und nur Land und da ist ja nichts, ist ja wirklich tote Hose da. Also das fand ich ein bisschen hart und trist und habe jetzt aber mir einen Schlafplatz ausgeguckt. Das ist ein Parkplatz an einer Schule oder so, also das denke ich mal ist ganz gut. Da ist ein bisschen Beleuchtung, ich war gerade eben da gewesen. Leider ist es am Regnen und nicht so knapp. Ich war schon an dieser Schule am Parkplatz, wollte mein komplettes Küchenzeug rausholen, um zu kochen, aber es ist einfach zu stark am Regnen. Da kriege ich kein Feuer an und es ist einfach unangenehm. Leider mal wieder nicht geklappt. Es hat schon im Camping in Belgien nicht geklappt mit dem Kochen aufgrund des Wetters. Da war es zu windig. Und dann jetzt in Hannover beim letzten Campingtrip, da hat es auch nicht funktioniert. Da war es nur geregnet. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Also ich krieg's leider nicht hin, hier irgendwie jetzt zu kochen oder so. Es ist halt ein bisschen blöd. Aber naja, ich gucke jetzt, ob ich mir noch irgendwas zu essen organisieren kann. Und dann fahre ich gleich zurück zu diesem Spot. Und dann hoffe ich auf eine letzte ruhige, entspannte Nacht, bevor es dann morgen die ganze weite Strecke zurück nach Hause geht. So, ich habe es geschafft, bin jetzt an meinem Schlafplatz angekommen. Tatsächlich auch sogar mal mit einer Lampe, die hat eine Frau mir geschenkt zum Geburtstag. Das ist so eine Videolampe, die kann halt jetzt hier, seht ihr, warmweiß und kaltweiß. Aber warmweiß ist, glaube ich, besser. Ja, hier ist auf jeden Fall nichts. Also hier ist praktisch ein... ja, ich kann mal gucken, ich kann hier ein bisschen hochdrehen. Ihr seht ein... Ach, der Fokus ist mal wieder perfekt. Hallo. Naja, hier ist auf jeden Fall nichts. Also hier, doch, jetzt seht ihr das. Ein großer Parkplatz, sagen wir mal, an einer Schule. Die Schule ist da hinten. Und ja, hier an diesem Parkplatz werde ich dann heute Nacht schlafen. Auch etwas sehr abgelegen, aber morgen ist ja keine Schule. Ist ja dann eigentlich egal. Und ja, genau, ich mache mir jetzt mein Bettchen hier fertig, soweit. Und dann geht es auch direkt in die Koje. Ich bin nämlich ziemlich müde, wir haben 8:45, aber ich bin tierisch am Arsch. Und ja, letzte Nacht jetzt hier auf diesem großen Roadtrip. Morgen geht es dann sehr, sehr viele Kilometer nach Hause.
Ich freue mich drauf, endlich wieder nach Hause zu fahren. Das war jetzt auch sehr anstrengend. Mein Auto sieht aus wie Sau, vor allen Dingen von innen ganz, ganz schlimm. Da werde ich auf jeden Fall am Montag einiges zum Nachholen haben. Jetzt gibt es noch eine kleine Katzenwäsche. Hier, was heißt Katzenwäsche? Ich habe so ein Ding, ich kann nicht mit dreckigen Händen ins Bett gehen. Also ich muss mir meine Hände waschen vorher, die müssen wirklich sauber sein. Ich werde sonst bekloppt im Kopf, wenn meine Hände nicht sauber sind. Deswegen jetzt nochmal gerade schnell Hände waschen. Und ich habe in meinem Kanister bestimmt noch, ja, wie viel wird das sein? Über die Hälfte, 2,5 Liter habe ich noch. Also ich war echt sparsam mit Wasser. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Boah, ist jetzt kalt. Es ist jetzt wirklich einfach nur fies, fies kalt und ich will jetzt schnellstmöglich hier ins Bett. So, deswegen tschüss. Eine Sache ist halt wirklich krass, das habe ich mir jetzt schon öfters mal überlegt. Wenn ihr hier so einen Trip macht und unterwegs seid im Auto und so, das ist nicht nur für euch eine Belastung, also es ist ja nun mal eine Belastung, es ist ja Anstrengung, aber auch fürs Material. Also das ist schon bei mir jetzt zum Beispiel so, ich habe das Gefühl, beim Tesla, der arbeitet ja jetzt eine sehr lange Zeit durch. Die ganze Lüftungssysteme, der hier unten, der wie heißt es, Wärmetauscher und sowas, der arbeitet ja wirklich lange durch jetzt, ne? Wir haben jetzt 9 Uhr und bis morgen früh um kurz vor 9 wird der laufen. Also der arbeitet jetzt 12 Stunden durch. Plus die 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, die ich heute schon gefahren bin, plus die Zeit heute Morgen. Das heißt, der Wärmetauscher ist heute teilweise fast 10, 12 Stunden am Stück gelaufen. Ach, wenn auch 20 Stunden am Stück gelaufen. Und das ist schon krass. Dieses Auto kommt halt dann irgendwie auch nicht zur Ruhe, ne? Also ich habe das Gefühl, es muss ständig arbeiten und ne, performen und so. Das ist schon wirklich krass. Ich bin jetzt bisher knapp 1500 Kilometer gefahren in diesen 4 Tagen. Allein die Belastung fürs Fahrzeug, dann ist es ja wirklich schwer. Ich habe sehr viel beladen, es ist ja nun mal auch voll. Und ich sehe es jetzt zum Beispiel auch hier in der Kamera. Meine SD-Karte ist mittlerweile voll. Ich habe noch 30 Minuten, die ich filmen kann. Von 128 GB, die sind fast komplett voll. Also es ist schon krass, was du, wie das hier... Ja, wie soll man das erklären? Es ist einfach Wahnsinn, was das Auto leisten muss, wenn du hier drin schläfst. Andere Autos, die arbeiten die ganze Nacht nicht. Die stehen einfach nur rum und machen nichts. Aber hier die Bauteile müssen ja ständig... Der Strom muss fließen und die Überwachung muss laufen. Das Licht muss jederzeit angehen. Die Heizung, die Kühlung, die Trocknung. Das läuft ja alles durch. Das ist schon wirklich krass. Und ich merke das auch jetzt hier so nach 4, 5 Tagen... Im Innenraum ja auch. Also es ist wirklich, ich habe das Gefühl mittlerweile, es ist schwer abgeranzt hier drin. Vorne ist alles dreckig, wo der Scooter liegt. Das ist wirklich, der ganze Scooter hat alles dreckig gemacht. Die Sitze und so. Hier hinten ständig die Sitze jetzt umgeklappt. Dann liege ich hier drauf und ich bin ja auch nicht gerade leicht. Überall fliegt Zeug rum. In jeder Ritze ist irgendwas. Das hatte mal alles einen festen Platz und dann willst du nur schnell irgendwas machen und das ganze Zeug fliegt im Auto rum. Also schon echt hart. Also ja. Ich bin froh, wenn ich hier wieder aufräumen kann am Montag. Das ist, glaube ich, das, wo ich mich am meisten drauf freue. Naja, ich denke, jetzt wird auf jeden Fall eine recht romantische Nacht. Es hat gerade angefangen zu regnen. Nochmal, es tröpfelt also so ein bisschen aufs Glasdach. Das ist aber nicht schlimm. Ich stehe hier schön abgelegen. Mir wird hier keiner auf den Sack gehen heute Nacht. Und ja, genau. Ich denke, das soll es dann gewesen sein. Ich verabschiede mich dann jetzt für heute Nacht. Wir sehen uns morgen früh ein letztes Mal in diesem Roadtrip. Und dann geht's ab nach Hause. Morgen
auf meinem fast einwöchigen Roadtrip ist nun vorbei. Ich habe sehr gut geschlafen hier an diesem Spot. Es war wirklich ruhig auch. Und ja, packe jetzt zusammen. Ihr seht überall Bäume und ein bisschen so, sagen wir mal, dieses bunte Laub morgens. Das ist schon ganz cool. Jetzt wird es aber auch gerade ein bisschen kühl. Ich stehe hier so in meinen Schlafsachen. Haben 7 Grad und ja, werde jetzt dann hier mich erstmal anziehen. Sonnenschutz, beziehungsweise hier das Zeug habe ich schon zusammengepackt und jetzt fängt es auch an zu regnen, leider. Ja, deswegen muss die Kamera jetzt ins Auto, wenn nicht also kaputt geht. So, habe auf die GoPro gewechselt. Da ist der Ton zwar nicht mehr so gut, aber dafür ist Regen geschützt. Wenn ich von einer Sache genug hatte die letzten Tage, dann ist es Regen. Klar, das ist auch ein bisschen jahreszeitbedingt im Herbst und so, dass es mal regnet. Das ist normal, aber ja, das Problem ist halt, du kannst halt viele Campingaktivitäten, die sagen wir mal cool wären, nicht machen. Du kannst nicht kochen draußen, wenn du keinen Unterstand hast, grillen, irgendwie ja, einfach so ein bisschen Camperlife genießen. Ne? Ich habe ja auch so einen kleinen Stuhl dabei, kannst dich nicht mal raussetzen, weil es halt einfach nervt mit dem ganzen Regen. Es ist halt nur mal leider sehr, sehr störend. Oh, ich habe noch 2 Packungen Mayo aus Dänemark, aber ich glaube, die ist nicht mehr gut. Die waren nämlich gekühlt und ich habe die jetzt ungekühlt in der Jacke gehabt und ich glaube, das überlebt die nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch richtig Hunger, aber da mein Feuerzeug auf mysteriöse Weise verschwunden ist, wollte mir eigentlich gestern Abend schon Essen machen. Habe schon alles rausgeholt, habe das Feuerzeug rausgeholt. Alles, was ich brauche, mein ganzes Kochzeug und so. Oh, und habe gedacht, okay, jetzt kann ich mir vielleicht jetzt Essen machen, aber mein Feuerzeug ist weg. So, ich habe das ganze Auto jetzt abgesucht, jedenfalls da, wo man überall jetzt auf den ersten Blick mal hinkommt. Keine Ahnung, wo es ist. Es ist auf jeden Fall weg. Also es wird irgendwo rumfliegen. Ja, sehr gut vorbereitet auf jeden Fall, wenn ich es nicht mal schaffe, ein scheiß Feuerzeug zu behalten. Naja, ist dann wohl leider so. Ich werde dann langsam aber sicher mein Lager hier abbrechen und mich auf die Heimreise begeben, ohne jetzt die Möglichkeit gehabt zu haben, hier was zu kochen, was sehr ärgerlich ist. Wenn ich das Feuerzeug nochmal finde, dann werde ich es vielleicht nochmal irgendwie doch noch machen, aber ja, ich glaube nicht, dass mir das einfach so random jetzt über den Weg läuft hier. Schauen wir mal. Ja, ich habe jetzt meinen Spot verlassen, bin mit 36% im Akku jetzt gestartet und jetzt beginnt meine, ja, knapp, denke mal, 900 Kilometer weite Rückreise nach Hause. Ja, aber jetzt auch tatsächlich schon in 100 Kilometer den nächsten Supercharger. Da komme ich dann mit 5% an, werde dann erstmal wieder vollladen und ja, genau, dann schlängelt sich das so heute nach Hause. 3-mal werde ich am Supercharger stoppen müssen. Ich werde jetzt nicht sonderlich viel mehr von der Fahrt filmen, weil ihr kennt das ja mittlerweile alles, diese ganzen Fahrszenen und sowas. Soll sich jetzt auch nicht zu lang hier in die Länge ziehen. Aber ja, im besten Falle bin ich so gegen 16 Uhr heute zu Hause und dann kann ich sogar Auto noch ein bisschen ausräumen. Ist wenigstens noch einigermaßen Tageslicht da und ja, freue mich jetzt auf die Fahrt. Nein, ich freue mich nicht auf die Fahrt zurück. Ich habe keinen Bock, so lange jetzt zu fahren. Eine Sache wollte ich noch mal erwähnen oder drüber sprechen. Wundert euch nicht über diesen komischen Winkel. Ich musste mal gerade die Kamera hier ans Lenkrad klemmen. Ich bin jetzt seit Donnerstag unterwegs. Wir haben jetzt Sonntag. Donnerstag den ganzen Tag, Freitag, Samstag und jetzt heute. Es sind ja nur 4 Tage. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Also es ist ja alles so eine Menge an Roadtrip, wo man sagen kann, okay. Aber eine Sache ist mir gerade so ein bisschen in den Sinn gekommen. Und zwar habe ich hier so Schokobrezeln ausgepackt. Diese Schokobrezeln fahre ich mit mir seit Donnerstag durch die Gegend. Die habe ich in Donnerstag in Steinhude gekauft, kurz bevor ich zu meinem ersten Übernachtungsspot gekommen bin, im Lidl. Und dachte mir auch, die isst du bestimmt heute Abend im Auto. Und seitdem schleppe ich die von vorne im Auto nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, die ganzen 4 Tage. Und jetzt habe ich sie erst gegessen. Und das ist so komisch, dass ich diese Schokobrezeln eigentlich am Anfang dieser Reise
oder dieses Roadtrips gekauft habe, es kommt mir so ewig lang vor, dass ich jetzt schon unterwegs bin. Also gefühlt, nur vom reinen Gefühl her, habe ich das Gefühl, ich bin seit 2 Wochen unterwegs. Ich habe das Gefühl, ich bin seit 2 Wochen nicht mehr zu Hause gewesen. Ich habe das Gefühl, wenn ich gleich den Briefkasten aufmache, fliegt mir meine Post entgegen. Ich habe das Gefühl, zu Hause hat sich gefühlt alles verändert und meine Nachbarschaft ist nicht mehr dieselbe wie sie mal war, obwohl ich nur 4 Tage unterwegs war. Aber wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr machen wollt und ganz ungeplant in solchen Trip geht, ohne feste Schlafplätze zu haben, ohne zu wissen, was kommt, ohne zu wissen, wo ihr am Ende des Tages landet, dann ziehen sich diese Tage ins Unermessliche. Nicht im Negativen, dass es langweilig ist, aber sie ziehen sich einfach und sie sind dann lang. Das sind lange Tage und lange Nächte und man hat das Gefühl, man ist ewig unterwegs. Und mir reichen diese 4 Tage jetzt auch. Ich kenne auch YouTube-Kollegen, die sind teilweise 2, 3, 4 Wochen unterwegs im Tesla. Das könnte ich gar nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich ja auch noch ein Berufsleben habe, ich habe einen Job, ich habe eine Familie. Ich kann ja auch gar nicht so lange auf Reisen gehen, zumal auch nicht alleine. Aber das wäre mir dann auch zu viel. Irgendwann wäre dann der Punkt erreicht, wo ich sagen würde, so nee, reicht jetzt, Feierabend. Also schon wirklich krass. Ist wirklich eine tolle Erfahrung. Es ist eine intensive Erfahrung, mal so unterwegs zu sein, so ganz spontan. Das sollte jeder mal machen. Wenn ihr mal ein Wochenende frei habt oder ein langes Wochenende, ladet euch euer Auto voll, macht euch auf die Reise und guckt einfach, wo ihr rauskommt. Das ist cool. Das macht wirklich Spaß. Ihr seid unglaublich frei. Euer Kopf wird total frei. Das ist schon toll. Aber es ist natürlich auch anstrengend und geht an die Substanz. Und natürlich meckern auf hohem Niveau, wenn ihr natürlich dann gleichzeitig noch hier so ein Videoformat noch machen müsst und dann immer wieder euch dran in den Arsch treten müsst. Ich muss jetzt was filmen, ich muss jetzt dazu was sagen, ich muss jetzt hier noch was zeigen und hier noch eine Szene machen und hier noch was. Das ist natürlich auch aufwendig, ne? Ist klar. Deswegen vielen Dank auch an die, die mich auch immer unterstützen, auch an die, die freiwillig eine kleine Spende leisten zu meinem Kanal. Link dazu hier so für PayPal und sowas ist alles in der Videobeschreibung. Es gibt ein paar Leute von euch, die sagen, ey, danke für deine Arbeit und hier hast du mal einen Fünfer. Finde ich auch super, super nett und mein Content für euch bleibt natürlich auch kostenfrei. Ich werde auch kein YouTube Premium oder irgendwie so Premium-Inhalte oder sowas machen. Da habe ich gar keine Lust drauf, das wird es bei mir nicht geben. Also alles, was es hier an Content für euch gibt, ist natürlich gratis, ist klar. Aber ich hoffe einfach, dass ich da die breite Masse mit erreiche und es gefällt euch. Und wenn ihr sagt, ich möchte trotzdem irgendwie was dafür als Dankeschön geben, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Und freut mich natürlich dann sehr. Tesla-Fahrer, ich erreiche gerade den Supercharger, bin jedenfalls in 800 Metern da und habe noch 3% im Akku. Ach, gerade so gereicht. Das Interessante ist ja, der Tesla gibt mir noch die volle Leistung. Also ich wurde noch nicht eingeschränkt, obwohl ich jetzt wirklich nur noch 3% im Akku habe, aber er ist jetzt nicht irgendwie in den Lässig-Modus gegangen oder in so einen Stromspar-Modus oder so. Ich habe die volle Leistung, die kann ich voll abrufen. Und das finde ich wiederum ganz cool gemacht. Also ihr könnt wirklich bis zur letzten Sekunde, oh, die Pfütze hier nehme ich mit, muss man ein bisschen die Seiten waschen. Ihr könnt wirklich bis zur letzten Sekunde das Ding prügeln. Aber bin jetzt doch recht defensiv gefahren die letzten Kilometer, um halt eben jetzt auch wirklich hier anzukommen. Ich baue ja bei meiner Ladeplanung eigentlich nur auf Supercharger. Also ich lade ja eigentlich nirgendwo anders mehr. Und deswegen muss man halt immer so ein bisschen gucken, dass es auch passt. Das ist jetzt der riesige Nachteil, wenn ihr einen V2-Lader fahrt und ich hoffe, die werden nach und nach durch V3 ersetzt. Ihr bekommt keine volle Leistung, wenn ihr euch den Ladeplatz teilt. Bei einem V3 ist es egal. Da stehen neben euch Autos und die haben im Prinzip denselben Lader, also zum Beispiel 1A und 1B. Ihr bekommt trotzdem die volle Leistung bei den V3-Ladern, bei den V2en nicht. Neben mir steht jetzt jemand, der war zuerst da. Ich bin also auf 70 kW begrenzt. Lade hier, brauche noch 55 Minuten und bin gerade mal von 3% auf 9% und stehe bestimmt schon 5 Minuten hier. Also normalerweise hätte ich hier schon locker jetzt 20-25% drin stehen. Ich hoffe, dass der bald fährt, dass ich halt hier ein bisschen mehr Leistung kriege. Aber das ist das Schlimme an diesen V2-Ladern, dass ihr euch die Leistung teilen müsst. Und es geht nicht anders. Es ist alles belegt und ich wäre überall der Zweite gewesen. Das ist wirklich zum Mäusemelken.
So, ich habe jetzt gerade den Ladeplatz gewechselt. Es ist jemand weggefahren und jetzt konnte ich mir dann die volle Leistung sichern. Ihr seht, der hat von 3% auf 23% hochgeladen. In der Zeit habe ich mir hier ein Frühstück und so geholt. Also da ging einfach nichts. Aber jetzt kriege ich hier Gott sei Dank die volle Leistung ab, habe mega Zeit gespart und ja, kann dann gleich weiterfahren. Ich habe gerade den Supercharger hier in Bremen verlassen. Ich habe jetzt tatsächlich eine gute Stunde hier gestanden und geladen, von 3% auf komplett 100% inklusive Kalibrierung, und werde jetzt nach Wuppertal durchfahren. Das sind 260 Kilometer und dann soll ich dort wieder mit 7% ankommen. Also wird genau dann nochmal gerade leer gefahren werden. Ich habe jetzt ganz, ganz cool eigentlich während der Zeit jetzt hier am Supercharger die neue Netflix-Serie geguckt, die jetzt aktuell neu rausgekommen ist. Sie ist momentan auf Platz 2. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn das Video online kommt. Da geht es um den Fall Elizabeth Haysom und Jens Söring, dem Mord damals. Und Söring sagt ja, er hätte 33 Jahre unschuldig im US-Gefängnis gesessen. Und da gab es halt jetzt, wie gesagt, diese Netflix-Doku drüber, über diesen ganzen Fall. Da wird das ja nochmal so neu aufgerollt und sowas. Und interessanterweise, Jens Söring, also der 33 Jahre im Gefängnis gesessen hat, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den habe ich schon zweimal persönlich treffen dürfen. Einmal bei einer Lesung in Köln oder so ein Vortrag war das gewesen. Und einmal habe ich eine Lesung von ihm organisiert bzw. angeleitet für ein Hotel in Offenburg, ein ehemaliges Gefängnis, was zu einem Hotel umgebaut worden ist. Dort war er dann auch zu Gast gewesen und dort war ich dann auch, habe ihn also schon zweimal kennengelernt, auch wir haben auch privat hier und da mal geschrieben und so. Sehr interessant, das mal so zu sehen jetzt so in Netflix. Er sagt ja selbst, er wäre unschuldig, und er meint aber, er wäre mit Netflix oder mit der Serie oder was jetzt bei rausgekommen ist, wohl sehr enttäuscht. Es würde wohl falsche Tatsachen offenlegen. Ich bin sehr gespannt, ich habe mir jetzt erst die erste Folge angeschaut. Ich denke auch, dass er unschuldig ist. Falls ihr ihn kennt und den Fall kennt und so, vielleicht könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr so denkt. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wer es noch nicht gesehen hat, die Serie jetzt bei Netflix, einfach nach Jens Söring suchen, dann werdet ihr es finden. Und ja, genau, ist an sich wirklich ein sehr, sehr netter Kerl. Kann man sich gut mit unterhalten mit ihm. Er ist sehr gebildet, sehr intelligent, hat tolle Bücher geschrieben. Ich habe alle seine Bücher gelesen auch. Ja, sehr interessante Serie, und da haben sich die 50, 60 Minuten Supercharger doch gelohnt, das mal zu schauen jetzt. Ich bin endlich im Anflug auf zu Hause. Wir haben 17 Uhr, gleich geht die Sonne unter. Und ich bin jetzt auch durch für heute mit dem Fahren. Ich muss dazu sagen, ich bin ungefähr 80% der Zeit komplett mit dem Autopiloten gefahren. Also habe da wirklich natürlich dann schon entspannten Fuß gehabt und so. Das ist auf jeden Fall ganz gut und sehr, sehr praktisch, und ich nutze es auch sehr gerne. Aber bin jetzt trotzdem durch und mir graut es schon davor, wie die Kiste hier aussieht und was ich hier gleich noch alles irgendwie hochschleppen muss und hier rausholen muss und so. Also gar keine Lust drauf. Aber gut, da muss man durch. Das gehört zu dem Roadtrip dazu. Ich werde euch jetzt gleich, sobald ich geparkt habe, noch einmal mit euch durchgehen, was jetzt der ganze Roadtrip denn hier so gefressen hat an Kilometern, an Strom, und was das theoretisch auch gekostet hätte. Ich habe dafür ja nichts bezahlt aufgrund von Freikilometern, aber trotzdem können wir ja einfach mal grob ermitteln, was der ganze Spaß gekostet hätte, am Supercharger zu laden. Ich habe ja nur am Supercharger geladen. Und ja, genau, das gucken wir gleich. Jetzt hoffe ich erstmal einen Parkplatz zu kriegen, weil sonst wäre das ein richtig räudiges Ende von diesem Trip, wenn ich jetzt auch nicht irgendwo parken kann. Okay, ich habe geparkt. Und bevor ich jetzt hier noch drauf eingehe, was ich denn jetzt hier alles wieder verbrauche und sowas alles war, weil mich sehr, sehr viele gefragt haben, was mein Equipment ist. Weil es gibt wohl einige von euch, die selbst anfangen wollen mit YouTube und so. Alles cool, macht das auch, macht eure Videos definitiv. Aber wie gesagt, mich haben halt einige gefragt, was hast du denn für ein Equipment oder womit filmst du das alles und was braucht man denn überhaupt? Grundsätzlich, ihr braucht kein großes Equipment, um mit Videos anzufangen. Wirklich nicht. Also lasst euch das nicht erzählen, ihr braucht die beste Kamera und das beste Mikro, um irgendwie anzufangen, YouTube zu machen. Das ist Quatsch. Es geht um die Story, es geht darum, was ihr erzählt, was für Geschichten ihr erzählt und was ihr in diesem Video den Leuten rüberbringt. Das ist das A und O. Das Equipment ist nicht das Wichtigste. Trotz allem, weil die Leute halt nun mal oft fragen, also meine Hauptkamera ist die hier. So sieht mein Setup im Prinzip immer aus. Das ist eine Sony ZV-1, die kann man so umklappen. Das heißt, ihr könnt euch dann praktisch selbst sehen beim Filmen. Hier oben habe ich ein Mikrofon von Rollei dran. Das hängt im Prinzip hier dran.
Und da unten, das der Griff ist der originale Griff von Sony. Und im Prinzip falte ich das hier immer so auf. Also wenn ich meine regulären Videos für euch aufnehme, dann falte ich das halt immer hier so auf und stelle das dann halt hier aufs Dashboard, wo jetzt dann die andere Kamera steht. Das ist im Prinzip so mein Basic Setup und damit habe ich auch angefangen. Über die Zeit hat sich das dann verändert und ich habe immer mehr und mehr geholt und gebraucht und so, weil es einfach klar ist, irgendwann brauchst du auch ein bisschen mehr Zeug. Mittlerweile trage ich, wenn ich zum Filmen gehe, immer so eine Kameratasche hier mit mir rum. Da sind dann so Sachen dabei wie ein Licht und Kopfband und sowas alles. Da ist dann so Zeug drin wie meine Drohne. Ich nutze hier eine DJI Mini SE 2. Für andere Aufnahmen, sagen wir mal, wo das Richtmikrofon auf der Kamera nicht mehr reicht, habe ich hier diese Rode Wireless Go 2. Das sind so kleine Steckmikrofone, die man hier tragen kann. Also dahingehend bin ich dann ganz gut versorgt, was das angeht. Und ich mache auch einige Aufnahmen, jetzt vor allen Dingen auch bei diesem Trip, auch mit dem iPhone. Das ist ein iPhone 14 Pro einfach. Das hat auch eine sehr, sehr gute Kamera. Da könnt ihr ganz locker schöne Aufnahmen mitmachen. Und die müssen sich nicht verstecken, die sind wirklich einwandfrei. Genau, das ist eigentlich so mein reguläres Setup, was ich halt immer nutze. Und schneide das alles auf einem MacBook, auf iMovie. Das ist eigentlich relativ simpel und selbsterklärend. Das kann sich eigentlich jeder ganz gut beibringen, dieses Schnittprogramm. Also das ist auf jeden Fall nicht die Schwierigkeit. Und natürlich jetzt aktuell filme ich mit einer GoPro Hero 11. Hier könnt ihr euch selbst sehen. Das ist die GoPro Hero 11, glaube ich, ist das, oder? Nein, ist die GoPro Hero 10 Black. Ist die 10er sogar. Für die 11er hat die Kohle wahrscheinlich nicht mehr gereicht. Keine Ahnung. Ich habe die GoPro jetzt erst ganz neu. Also das ist jetzt meine neueste Kamera hier in meinem Setup. Und ich finde die Aufnahmen gut für Reisen und so. Top, mit diesem Weitwinkel finde ich mega gut. Für einen Tagesbetrieb jetzt nicht. Da ist mir der Ton zu schwach und die Qualität. Aber so für unterwegs ist es cool. Okay, gucken wir noch ganz schnell auf den Verbrauch. Ich bin gefahren, jetzt in diesem Trip hier, von zu Hause nach hier Hannover, dann nach Hamburg, dann nach Sonderburg, dann nach Elchberg, dann wieder zurück über Hamburg, Bremen und Wuppertal nach Hause. Ich habe runtergerissen 1894 Kilometer in 4 Tagen. Habe verbraucht 328 Kilowattstunden bei einem Verbrauch von 173 Wattstunden in Kilometer im Durchschnitt. Ich denke, das ist ein ganz guter, solider Verbrauch. Da kann man eigentlich mit leben. Und wir können ja einfach mal ausrechnen, was der ganze Spaß kosten würde. Ich klicke einfach mal den nächsten Supercharger an. Der kostet aktuell 49 Cent die Kilowattstunde. Das ist ein Preis, der ist momentan leider so hoch. Das heißt, wenn wir jetzt die 328 mal 0,49, dann sind wir bei 160 Euro an Fahrstrom. Ne? Also ist nur der Fahrstrom, da sind dann noch keine Ladeverluste mit drin und sowas alles, ist also ein bisschen mehr noch, aber mit so roundabout 160 bis 200 Euro an Energiekosten für so einen Trip könnt ihr rechnen. Ist, denke ich mal, ganz okay dafür, dass es fast 2000 Kilometer waren, also es ist ja wirklich fast 2000, es fehlen noch 100 Kilometer. Da denke ich, ist das eigentlich schon ganz solider Wert. Ne? Dafür, dass ich auch im Auto geschlafen habe und ihr alles dabei habt und so, ist schon ganz gut. Alles klar. Ich denke, das soll es von meinem Roadtrip hier im zweiten Teil gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch sehr informativ und ihr habt euren Spaß gehabt. Wenn es mehr solchen Content geben sollte, der natürlich recht aufwendig ist, aber ihr sagt, Mann, der hat mir gut gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss.